Die gemeine Hexe Hexana saß mies gelaunt zu Hause in ihrer Schädelhöhle, als plötzlich der Hexenreiseprospekt durch den Briefschlitz geschoben wurde. Und schon hatte Hexana eine verwegene Idee. Als Hugo der Troll nach Hause kam, waren seine Frau Hugoline und die Kinder verschwunden. Damit hatte doch sicher wieder diese gemeine Hexe zu tun. Er rannte schnell zur Schädelhöhle. Dort angekommen, fand er die Hexenbehausung jedoch leer vor. Als Hugo den Reiseprospekt entdeckte, begriff er, was passiert sein musste. Hugo stieg in sein Flugzeug und nahm Kurs Richtung Süden zur Dschungelinsel, wo Hexana seine Familie gefangen hielt. Doch Hexana hatte ihn bereits erwartet. Sie hatte sich mit Don Kroko, dem früheren König der Dschungelinsel, verbündet. Oh weh! Eine Au! Ananas! Zum Glück fand Hugo am Strand zwei neue Freunde. Hallo, ich bin Fernando und das ist Jean-Paul. Keine Sorge, wir werden dir helfen. Na dann los. Die Dschungelinsel hält viele fantastische Abenteuer für Hugo und seine Freunde bereit. Ja, hallo Freunde, der NRW bei 18 hier und ich begrüße euch ganz recht herzlich zum nächsten Hugo Let's Play. Ja, so lange musstet ihr jetzt gar nicht warten und ich bin total happy, dass es jetzt auch hier funktioniert. Dschungelinsel, so heißt dieses Spiel und es ist laut Verpackung Hugo 7. Ob das so richtig ist, weiß ich jetzt nicht. Ich schaue jetzt hier auch gerade nochmal auf die Verpackung. Hier steht jetzt leider kein Jahr drauf. Doch hier, von 1999 ist dieses Spiel und ja, alle anderen Hugo-Spiele bin ich auch mit Hochdruck dran, die zum Laufen zu bringen. Das habe ich euch ja schon seit Jahren versprochen. Hier aber jetzt leider Gottes, ihr habt es eben schon im Intro gehört, hat Hugo nicht mehr die alte, originale Stimme, sondern eine neue. Hier kannst du den Schwierigkeitsgrad und die Spielsteuerung per Tastatur oder Joystick einstellen und angeben, ob ein oder zwei Spieler am Spiel teilnehmen. Genau. Müssen wir leider mit der Stimme vorlieb nehmen. Es ist auch schon die neue, anders gezeichnete Grafik, die mir persönlich nicht so gefällt. Aber nun gut, das müssen wir halt hinnehmen. Ich möchte gerne alle Hugo-Spiele, die es für den PC gibt oder gab, euch präsentieren. Das wird jetzt hier ein etwas längeres Let's Play. Richtet euch also schon mal drauf ein, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele und ich denke mal, die werden wir auch alle hoffentlich mit Erfolg spielen können. Die Konfiguration schaue ich mir an. Das ist okay. Wir haben hier also keine Möglichkeit, irgendeine Schlussszene einzustellen. Und ich habe es damals vor Jahrzehnten, ja 99, ne, 2000 oder 2001 habe ich es mir dann geholt, gespielt, aber seitdem auch nicht mehr. Und bin jetzt hier echt gespannt, wie die Spiele hier alle sind. Und wir starten wir mit dem... Wir müssen durch den Dschungel bis zum Vulkan fliegen, um Ugoline und die Kinder zu retten, die genau dort von Hexana und Don Kroko gefangen gehalten werden. Don Kroko? Also auf geht's mit dem Hugo-Copter. Jetzt probieren wir mal meinen Hugo-Copter aus. Ja, das ist... Der Sound ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nun ja. Bereit? Ja, klar. So. Okay. Uah, da nicht hin. Da hoch. Okay, das ist wohl Benzin, jawohl. Ah! Naja, ist jetzt... Das war knapp. Ja, null? Hä? Das sah lustig. Wo sind wir denn jetzt? Aber das Problem ist ja jetzt... Ich habe gar keine Karte. Wie soll ich denn jetzt wissen, wohin es geht? Da vorne schon wieder. Links oder rechts? Links. Das ist schön gemacht. Schön gemacht, doch, muss man sagen. Auch die Musik. Das war noch so mit einer, ich glaube, der ersten neueren Hugo-Spiele.
Da hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Okay, hier kommen jetzt überhaupt gar keine Gegner. Aber auch überhaupt gar keinen Spritz. So, es verzweigt sich wieder. Links oder rechts. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ah! So, scheiße, da wäre er. Da. Ja, ja, dich nehme ich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen. Aufpassen. Der Affe da ist wohl böse. So, aber mit 0 haben wir normalerweise sonst immer die Karte. Okay, jetzt wieder links. Sonst immer die Karte, aber irgendwie hier leider nicht. Hey! Ach, richtig geflogen. Okay, es gab dann wohl nur den einen Weg. Nicht schlecht. Psst. Wir müssen leise sein. Ah, vielleicht, weil ich auf einfach gespielt habe. Von hier aus können wir die ganze Insel überblicken. Hugo hat keine Chance, Ugoline zu befreien. Der war gut. In jedem der drei Löcher ist ein Hebel. Du musst den richtigen auswählen, um Ugoline und die Kinder zu befreien. Na super. Oh Gott. Musste ich auf irgendwelche Geräusche achten von den Spiel... von den Affen da? Ah, 2. Die goldene Mitte. Watschel, watschel. Und? Ey, hab ich denn nur Pech hier? Tja, sieht aus, als wäre das der falsche gewesen. Na toll. Also merke, 2 ist immer falsch. Ja, ganz toll. Ja gut, ja. Komm hier. Kann ja jetzt nicht sein. Was haben wir hier? Von der Spitze des höchsten Dschungelbaumes aus führt eine geheime Seilbahn zum Vulkan hinüber. Aber dort müssen wir erstmal hinkommen. Okay, Lianen klettern. Ich bin gespannt. Ich vermute mal, dass ich auf, weil ich auf einfach gespielt habe, dass wir deswegen keine Karte hatten. Ist jetzt eine Vermutung von mir. Jetzt, wo Hugo erledigt ist, kann ich endlich meinen Urlaub und die Tropensonne genießen. Wie soll ich jemals braun werden, wenn Hugo mich die ganze Zeit auf Trab hält? So hätte Hexana nie gesprochen. Darum musst du dich jetzt kümmern, Kroko. Hugo, oben auf dem höchsten Baum gibt es eine Seilbahn, die zum Vulkan führt. Wenn du sie erreichst, kannst du deine Familie retten. Ich werde dir helfen. Na, ich bin gespannt. Tja, es geht nur nach oben. Ja. Bereit. Ich möchte vorab nochmal was sagen. Es kann sein, dass je nachdem, wenn der Screen wechselt und wir dann hier einen Blackscreen für eine ganz kurze Zeit haben, dann kann es sein, dass meine Aufnahme da kurz stockt. Das heißt, es kann passieren, dass ich, wenn ich genau in dem Moment was sage, dass dann natürlich etwas abgehackt sich anhört. Das bitte ich zu entschuldigen. Das ist dem Alter des Spieles zu schulden. Und ja, ich hoffe, ich bin froh, dass es überhaupt erstmal funktioniert. Also von daher. So, los geht's, Spieler 1. Ja. Wow, was ist das für eine geile Musik? Hui. Wer war hier, DJ Bobo? Wow! Was war... Was war denn das? Oh und Gott! Das sagt noch einer! Elefanten können nicht fliegen! Oh Gott, wie sie süß! Oh nein, wir müssen durchhalten! Ja, ja! Oh, war der süß! Aber der kam aber auch plötzlich, ey, loco mio! Das war süß! Hui! Hey! Hopp, hopp. Oh Gott. Hui. Hopp, hey. Aber er springt unheimlich schnell. Das ist schön. Also, wow. Wo kommen die ganzen Elefanten her? Und wer hält bitte die Liane, wo bitte ein Elefant dranhängt? Hey. Oh Gott, wie süß. Hey. Aber keine Schätze hier. Aber die Musik jetzt mal ungelogen, das hört sich doch so an, als wenn DJ Bobo ja irgendwie seine Finger im Spiel hatte.
Okay, in der Mitte kann es... Oh, oh, wenn jetzt hier ein Elefant kommt. Nee, doch nicht. Da auf der linken Seite. Oh. Naja, okay, das ist jetzt auch nicht besonders schwer. Jetzt ist da wahrscheinlich ein Elefant. Rechts, oben, rechts! Wow! Cool! Das wäre jetzt auch ein bisschen stumpfsinnig gewesen, wenn es immer nur hier nach oben gegangen wäre. Okay, aber Durchhaltevermögen hat er. Ja. Wieder rechts. Und weiter geht's. Oh, die Musik ist... Oh, oh. Nein. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, ich glaube, wir kommen so langsam nach oben. Es wird nämlich immer luftiger. Ah, mal wieder ein Schatz. Das ist doch schön. Jetzt da. Wieder ein Schatz. Das ist schön. So, irgendwann jetzt mal nach links. Wie Eli immer schreit. Ah, da sind wir. Angekommen. Endlich sind wir oben. Ja, und jetzt? Das ist die Seilbahn, die zu dem Vulkan führt, wo Don Croco und Hexana Ugoline und die Kinder gefangen halten. Hm, wunderschön. Wow. Das ist bestimmt geil. Nicht mal auf Zehenspitzen käme man unbemerkt an uns vorbei. Ah, die Szene ist die beste vom ganzen Spiel bis jetzt. Oh Gott, das kennen wir ja. In jedem der drei Löcher ist ein Hebel. Du musst den richtigen auswählen, um Ugoline und die Kinder zu befreien. Na, merke zwei nicht. Wir nehmen eins. Soll das sein? Schlangenmaul? Jetzt komm bitte. Hä? Ja? Ja! Oh, Hugo, ich wusste, du würdest es schaffen. Ja, ich auch. Oh, wie süß. Das ist ja süß. Und passiert noch was?